Hi! Dieses Video ist nicht unbedingt das Video, welches ihr erwartet habt, denn da mir für Better Call Saul noch ein paar Folgen fehlen, hatte ich nicht sonderlich viel Lust, mich dazu spoilern zu lassen. Da ich diese Woche aber dann doch gerne irgendwie ein Video raushauen würde, gibt es heute eine kleine Hearts of Iron 4 Bonus-Episode. Das Positive für euch? Ihr müsst nicht wieder irgendein dummes Like-Goal erfüllen. Was nicht heißt, dass ihr dem Video nicht trotzdem einen Daumen nach oben geben könnt. Vor allem, weil irgendein Typ unter meinem letzten Video kommentiert hat, dass 5000 Likes bei 75.000 Abonnenten sowieso ziemlich kacke sind. Wie wäre es also, wenn ihr diesem Typen so richtig die Fresse einschlägt, indem ihr diesem Video 10.000 Daumen nach oben gebt? Ich muss mir nicht einmal mehr Like-Goals ausdenken. Diese Videos schreiben sich quasi von selbst. Auf der anderen Seite hingegen, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn wir bis zum Ende des Jahres die 100.000 Abonnenten knacken, dann spielen wir eine Paradox Mega Campaign. Von Crusader Kings 3 bis Hearts of Iron 4 mit fast allen Spielen, die dazwischen liegen. Normalerweise mache ich diese Videos nicht über lebende Personen, weil sich eine Diffamierungsklage nicht sonderlich angenehm anhört. Die Ausnahme hierbei ist Merkel, weil ich keinen Respekt vor dem deutschen Rechtssystem habe. Aber zurück zu England. Wie sage ich das jetzt, ohne irgendjemanden zu offenden? Allem Anschein nach hat sich die Situation ein klein wenig geändert. Nichtsdestotrotz möchte ich euch heute trotzdem wieder einmal einen mehr oder weniger geheimen Charakter zeigen, den ihr in Hearts of Iron 4 freischalten könnt. Und dafür müsst ihr natürlich logischerweise als England starten. Kleiner Spoiler, wir werden dafür nicht sonderlich lange friedlich sein. Zunächst einmal sollten wir entscheiden, welche Fokusse wir runtergehen und auch wenn ich das Spiel, glaube ich, dazu drängen wollte, nein, wir werden nicht unsere Kolonien entlassen. Für das, was ich vorhabe, ich weiß gar nicht, warum ich so ein Geheimnis darum mache, ihr habt alle das Thumbnail gesehen, ihr habt alle den Titel gelesen, gibt es eine bestimmte Route, die wir lang gehen müssen. Gott sei Dank dauert dieser Fokus nur 35 Tage. Ansonsten startet England ziemlich stark mit 4 Research Slots, was unfassbar großartig ist. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe, Freunde? Anscheinend sind nicht alle damit zufrieden, dass ich das Spiel auf Englisch spiele und dazu sage ich cry about it. Macht es wirklich einen Unterschied, ob ich diese Waffe nun einen 18 Pounder oder einen 18 Pfünder nenne? Okay, schlechtes Beispiel, 18 Pfünder klingt wirklich lustig. Diese Luftabwehrwaffe verfügt über präzise genau 3 Inch. Das ist die durchschnittliche Penislänge meiner Abonnenten. Wenn ihr Schwierigkeiten beim Umrechnen habt, keine Sorge, ich auch, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Wisst ihr, Freunde, eigentlich wollte ich gerade unsere Armee vergrößern, indem ich indische Divisionen ausbilde, also Inder in unsere Armee hole. Das Problem dabei, Indien wird nicht sonderlich lang unsere Puppet bleiben. Und dann frage ich mich, was passiert mit den indischen Divisionen, die wir ausgebildet haben? Verschwinden die oder bleiben die bei uns oder wird einfach deren Manpower durch englische Manpower ersetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Anstatt also zu riskieren, dass sich meine Armee in ein paar Tagen in Luft auflöst, werden wir erst einmal nur Engländer ausbilden. Die Division ist sowieso besser, sollte ich genügend Artillerie rausscheißen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich meine Polizei nach Indien rüberschicken kann, ich halte es aber für besser, wenn ich das einfach einmal nicht tue. Ah, die britische Navy. Jedes Mal zu Spielstart darf man erst einmal die komplette Welt absuchen, um alle Schiffe zu finden, nur um sie dann in einen großen Death Stack zu packen, weil die KI ohnehin nicht damit klarkommt. Oh, König George V. ist gestorben, das ist ja, unschön. Keine Sorge, sein Nachfolger ist sowieso viel cooler, denn der gibt mir wöchentlich weniger Stabilität. Großartig. Der erste Fokus ist geschafft und den zweiten können wir leider noch nicht machen, denn zuerst müssen wir eine gewisse Krise lösen. In der Zwischenzeit nehme ich die Civilian Factories, schönen Dank. Deutschland remilitarisiert das Rheinland, das ist mir ziemlich egal, doch die Montreux Convention ist etwas komplett anderes. Im Wesentlichen will die Türkei genauso ihr Land wieder remilitarisieren, aber die Russen sagen nein. Und ich will ehrlich sein, schauen wir einfach mal, was passiert. Wenn die Russen einen Krieg erklären wollen, dann können wir immer noch ablehnen. So wie es aussieht, hatten sie aber einfach zu viel Angst vor mir. Schade eigentlich, ich hätte kein Problem mit dem Krimkrieg Part 2 gehabt. Wisst ihr, wenn Japan den Naval Treaty verlässt, vielleicht sollten wir das auch tun. Wenn wir Glück haben, erklären uns die Amerikaner oder die Franzosen deshalb vielleicht sogar den Krieg. Und ich bin immer bereit, dafür den Franzosen einen in die Fresse zu hauen. Freunde, ich glaube, es ist gerade einmal ein Tag vergangen und die USA haben uns schon ein Ultimatum geschickt. Wir werden allerdings sagen, das Ganze ist ein Bluff.
Kriegsziel haben sie zumindest keines bekommen, also vielleicht lassen sie es einfach sein? Wäre auf jeden Fall gesünder für Roosevelt. Wir wollen ja nicht, dass er mit seinem Rollstuhl noch unabsichtlich die Treppen runterfällt. Auch wenn ich es sehr zu schätzen wüsste, wenn sie mir die Zeit, ein Kriegsziel gegen sie zu fingieren, ersparen würden. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, Freunde, aber seit dem letzten Update, und das liegt schon einige Zeit zurück, gehe ich eigentlich nur noch auf konzentrierte Industrie. Möchte ich politische Powerpunkte in die Niederlande investieren, dafür, dass sie dann ohnehin von den Deutschen überrannt werden? Ich denke nein. Schon wieder komplett drauf vergessen, doch wir benötigen auf jeden Fall einen Geheimdienst. Denn Kollaborationen sind viel zu stark, um sie nicht zu verwenden. Da ist ja die Krise, von der ich vorhin geredet habe. Unser guter englischer König hat sich in eine Amerikanerin verliebt. Ich weiß, es ist ein klein wenig widerlich, aber es ist 2022 und wir urteilen hier nicht. Dem König bleiben im Wesentlichen also drei Möglichkeiten. Er könnte abdanken, heiraten und wahrscheinlich sehr unglücklich sein. Er könnte sich zur linken Hand trauen lassen, was nur ein seltsamer Ausdruck dafür ist, dass weder seine Frau noch seine Kinder in seinem Todesfall irgendwelche Titel erben. Oder er könnte auf eine Ehe bestehen und das Land in tiefes Chaos stürzen. Um Elisabeth II. Auf den Thron zu bekommen, benötigen wir aber eine linkshändige Trauung. Allem Anschein nach hat sich das Problem damit aber noch nicht erledigt, denn unsere Regierung ist nach wie vor gegen diese Ehe, also müssen wir politische Powerpunkte bezahlen, um sie doch irgendwie heiraten zu können. Dämliche Regierung, da ist man König im eigenen Land und dann sowas. Die Klatsch- und Tratsch-Zeitschriften, also die englische Bild, sind allem Anschein nach aber voll auf unserer Seite. Glaubt ihr, die Big Black Cock News berichten darüber, dass sich der König in eine Amerikanerin verliebt hat? Das muss ja ein verdammt guter Zeitungsartikel gewesen sein, wenn das Volk plötzlich möchte, dass wir heiraten. Aber wisst ihr, was meine Regierung macht, um mir zu drohen? Sie tritt zurück. Und jetzt wird England von einem leeren Haus regiert. Das ist fast so cool wie in meinem letzten Video, wo Polen von einem Thron regiert wurde. Wisst ihr, wem es gar nicht gefällt, dass wir keine Regierung mehr haben? Unseren Kolonien, und darum nutzen sie die Gelegenheit und verlassen uns einfach. Wenigstens Britisch-Malaysien ist uns noch treu. Und Griechenland möchte wohl seine Beziehungen zu mir verbessern, damit es seine Schulden nicht zahlen muss? Hört ihr die Hochzeitsglocken läuten, Freunde? Unser König hat geheiratet! Und das heißt, dass ich nun endlich den spaßigen Teil des Focus Trees runtergehen darf. The King's Party, oder auf Deutsch, der König macht jetzt heftig Party, weil jetzt steht er an der Spitze des Landes. Und das erlaubt es uns wiederum, den Vereinigten Staaten den Krieg zu erklären, indem wir den Philippinen, ihrem Puppenstaat, den Krieg erklären, was uns einiges weniger World Tension gibt. Genauer gesagt, 4, das ist nichts. Gott schütze den König. Alles klar, Ungarn wird anscheinend von dem Ei aus Alice im Wunderland regiert. Herzlichen Glückwunsch, Ungarn! Jetzt ist es aber allerhöchste Zeit, den Philippinen und damit vor allem den USA den Krieg zu erklären. Ich denke mal, in 1937 sollten unsere Naval Invasions landen können. Oh, ja, was habe ich gesagt? Da landen sie! Und wenn alles glatt läuft, dann haben wir auch direkt einen Hafen. Sehr schön sieht das aus. Lasst es mich mal so ausdrücken, zu Spielstart, während die USA noch in ihrer Big Sad stecken, ist es absolut kein Problem, sie einfach so zu überrennen. Und vor allem, wenn wir ein paar coole Collaboration Governments rausbekommen mit unserer Spy Agency, dann sollte der Krieg nicht allzu lange dauern. Oh, gut, dass das passiert ist, das habe ich beinahe schon vergessen. Die USA Naval invadet gerne hinter euch. Nicht, dass das ein sonderlich großes Problem wäre, aber man sollte es im Auge behalten. Nicht, dass das ein sonderlich großes Problem wäre, aber man sollte es im Auge behalten, bevor es außer Kontrolle gerät. Außerdem kann es recht nervig sein, wenn die USA damit große Victory Points zurückbekommt, weil das den Krieg nur unnötig in die Länge zieht. Ihr könnt natürlich auch einfach eure komplette Flotte nehmen und sie auf Patrouille stellen, aber dann werdet ihr mit England ziemlich schnell euren Treibstoff leeren, und zwar in ungefähr 12 Tagen, was zum Fick? Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, die USA haben nicht einmal mehr genügend Truppen, um die komplette Frontlinie zu bemannen, was heißt, dass ich einfach durchbreche. Okay, wisst ihr, ich habe gerade eine Meldung bekommen, dass irgendjemand Polen den Krieg erklärt hat. Und ich dachte mir, ja, das ging etwas schnell für Deutschland. Und dann sehe ich nach Europa und stelle fest, Polen hat die Affenpocken. No Step Back ist jetzt fast ein Jahr draußen und das ist das erste Mal, dass ich diesen Bürgerkrieg sehe. Deutschland konnte es aber nicht lassen und hat den Tschechen den Krieg erklärt und ist jetzt in einem Zwei-Fronten-Krieg. Sofern die französische KI einfach an der Maginot-Linie stehen bleibt, könnte das ziemlich gut für sie ausgehen. Zumindest so lange, bis Deutschland sich dazu entscheidet, einfach drum herum zu gehen. Ach du Scheiße, jetzt sind die USA dem beigetreten, was von den Alliierten übrig ist. Und wenn es blöd läuft, dann müssen wir auch noch Kanada kapitulieren. Ja, oder 2 Sekunden später kapituliert die USA und wir haben einen Peace Deal. So gern ich die USA auch als Puppet hätte, einfach nur um sie nicht besetzen zu müssen,
150 Fabriken sprechen dann doch für sich. Oh, und natürlich sind wir noch mit unseren alten Kolonien im Krieg. Nur da Kanada noch nicht dem Krieg beigetreten ist, müsste ich alle einzeln kapitulieren. Und das tue ich mir ehrlich gesagt nicht an. Nachdem sich Kanada dann doch noch dazu entschlossen hat, dem Krieg beizutreten, könnte das Ganze ein wenig schneller laufen. Sehr schön, damit ist fast ganz Nordamerika durch und durch britische Kolonie. Und mit meinen anderen Ex-Kolonien bin ich zumindest nicht mehr im Krieg. Wow, das sieht tatsächlich nicht sonderlich gut für Deutschland aus. Zeit dafür zu sorgen, dass es in Zukunft ein paar Autobomben geben wird. Außerdem bin ich ein großer Fan von Irish Rebel Songs und ich glaube, dafür müssen wir irgendwie die IRA ins Leben rufen. Ich kann es ehrlich gesagt kaum glauben, dass mir weder die Pseudo-Alliierten noch Frankreich irgendwie den Krieg dafür erklärt hat, dass ich Israel angegriffen habe, aber hier sind wir. Nicht zu verwechseln mit Irland, welches hier unten liegt. Bin ich eigentlich ein Vollidiot? Mexiko fragt mich allen Ernstes, ob ich mich aus der Karibik zurückziehen möchte. Und ehrlich gesagt würde ich fast schon ja sagen, wenn es nicht 5 neue Länder ins Leben ruft, die meinen Gamespeed runterziehen. Also nein. Wir sind nun soweit, dass Deutschland Litauen nach Memel gefragt hat und Litauen einfach nein gesagt hat. Großartig. Okay, so viel dazu. Mexiko will unbedingt Kolonie werden. Wisst ihr was? Dann helfen wir ihnen dabei. Wenn sie so unfassbar Bock darauf haben, warum nicht? Das muss einer der seltsamsten Kriege sein, die ich in 1000 Stunden erlebt habe. Mexiko, Ungarn und Venezuela. Ungarn ist wenigstens noch kommunistisch. Aber Venezuela? Oh, ich sehe schon warum. Ich werde ehrlich mit euch sein, ich habe jetzt für 5 Minuten versucht, diesen Krieg zu verstehen und es tut einfach nur weh in meinem Kopf. Alles, was ich weiß, ist, dass wir Frankreich einen kleinen Besuch abstatten werden. Vor allem, da Frankreich gegen Deutschland und Italien gewinnt. Wir brauchen wirklich dringend das neue DLC. Mir fehlen ehrlich gesagt gerade ein wenig die Worte für was auch immer gerade passiert ist. Mexiko befindet sich jetzt in einem Bürgerkrieg gegen die Kirche, oder zumindest das katholische Mexiko, was dieselbe Farbe hat wie das normale Mexiko, und das bedeutet, dass dieser ganze Krieg wertlos war und wir am Ende sehr wahrscheinlich nichts bekommen werden. Warum auch immer Albanien deshalb jetzt vom kommunistischen Mexiko besetzt wird. Was auch immer in Mexiko passiert ist, muss ich leider zensieren, denn sonst werde ich von euch noch auf Schmerzensgeld verklagt. Es wirkt fast so, als wäre Frankreich nicht auf meinen kleinen Strandurlaub vorbereitet gewesen, was bei einem Zwei-Fronten-Krieg nicht sonderlich überraschend ist. Außerdem haben sie nach wie vor den Disjointed Government National Spirit, was bedeutet, dass wir easy gewinnen sollten, sobald wir in Paris einmarschieren. Oh nein! Wie es aussieht, waren wir ein klein wenig zu langsam. Und Frankreich hat London ein klein wenig zu hart bebombt, weshalb unser König und seine Frau sterben. Lang lebe der König! Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum er 1:1 so aussieht wie unser alter König. Vielleicht hat er auch einfach nur seinen Namen von Edward VIII auf George VI. Geändert, wer weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieser Peace-Deal werden soll, zumal die Sowjetunion und Mexiko beide in einem Bürgerkrieg waren, aber machen wir einfach mal das Beste draus. Nachdem Mexiko und die Sowjetunion einfach ihre Regierung gewechselt haben, also zumindest so irgendwie, haben wir Folgendes gemacht. Ich habe Deutschland gegeben, was es wollte und nicht die halbe Karte. Ich habe Italien ein klein wenig vergrößert, mir die Hälfte von Frankreich geschnappt, die man zum Staat von EU4 besitzt, alle Kolonien, bis auf Tunesien, beansprucht, einfach weil ich der Meinung bin, dass ich es verdient habe, mir eine mächtig große ungarische Puppe eingerichtet, weil, warum auch nicht, und dann habe ich den Rest des Balkans an den Kosovo gegeben. Höchste Zeit, meine alten Kolonien zurückzuholen. Lustigerweise kann mir in diesem Krieg alles egal sein, außer das Unangenehmste, Australien. Sobald ich das aber kapituliere, habe ich alle Kolonien wieder in meinem Sack. Und so wie es aussieht, sollte Australien nicht das größte Problem werden. Im Endeffekt habe ich jetzt jeden der Verräter direkt der Krone unterstellt, anstatt sie zu einer Kolonie zu machen, außer Australien. Und das auch nur aus dem Grund, damit ich nun diesen Teil des Focus Trees entlang gehen kann. Das ist mit Abstand eine der hässlichsten Formen von Polen, die ich je gesehen habe. Ich glaube, am meisten überrascht mich gerade, dass Deutschland 1940 absolut überrannt wird. Wahrscheinlich war der Krieg gegen die Tschechen ein klein wenig zu anstrengend für sie. Das ist das erste Mal, dass ich das die KI tun sehe. Italien snaket sich gerade von der Krim aus den Weg nach Moskau oder Leningrad oder was auch immer. Die 1941 Imperial Conference. Im Wesentlichen müssen wir jetzt all diese Dinge durchgehen und Political Power dafür ausgeben, dass uns Australien zustimmt, damit Australien am Ende annimmt und wir dadurch diesen Fokus machen können.
Jetzt, wo der Fokus beendet ist, sind wir die Imperial Federation. Und das sollte bedeuten, dass alles, was wir kontrollieren, zu Kerngebieten wurde. Na, zumindest so irgendwie. Und da ist das Event, auf das ich gewartet habe, seit unser König gestorben ist. Anscheinend war es wohl ein ziemlich großer Aufwand, die Imperial Federation zu regieren, weshalb unser König leider an einem Herzinfarkt gestorben ist. Seine einzige Nachfolgerin ist Königin Elisabeth II. Lang lebe die Queen! Damit haben wir die waschechte Queen, wie sie ja nicht mehr leibt und lebt, als unser Staatsoberhaupt, nur um einiges jünger, und sie ist, wenn ich das mal eben so sagen darf, ein ziemlich guter Fang. Klar, politische Berater werden ein wenig teurer, aber dafür haben wir unfassbar kranke Boni, die extrem gut sind, wenn man das Spiel noch ein wenig weiterspielen möchte. Außerdem, und das ist ein tolles Easter Egg, haben wir jetzt komplett neue Berater. Drei davon sind ihre Corgis. Crackers, der uns 1% mehr Recruitable Population und 5 War Support gibt. Dookie, der Beraterkosten um einiges reduziert. Und Jayne, die uns gleich mehr Fabriken, mehr Stabilität und mehr Party-Support gibt. Diese drei kleinen Hündchen sind unter Umständen die besten Berater im Spiel. Ansonsten gibt es für uns aber nicht mehr viel zu tun. Wir kommen jetzt langsam in die Zeit rein, in der das Spiel anfängt unangenehm zu laufen. Europa ist in einem der seltsamsten Kriege, den ich je erlebt habe. Und viel wichtiger, ihr könnt es euch schon denken, es ist wieder einmal 5 Uhr in der Früh und ich möchte einfach ins Bett. Ich könnte das Spiel jetzt natürlich noch bis 2022 laufen lassen und schauen, was dann mit der Queen passiert, aber ich bezweifle, dass die Entwickler ihren Tod ins Spiel einprogrammiert haben. Wenn ihr allerdings unbedingt sehen wollt, wie England die Welt regiert, dann macht es doch einfach nach. Ich bedanke mich an diesem Punkt wie immer herzlich fürs Zusehen, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!